Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2. Wir spielen die Kampagne und wir sind mit der Aiden im X-Wing und geben richtig Gas, würde ich sagen. Auf geht's. Nicht der munterste Start. Hey, wir leben noch. Da, wo können wir helfen? Ich habe zwei Notsignale bei Ihrer Position. Wir sehen nach. Okay, dann schauen wir doch mal. Aber davor rotzt man ein bisschen. Der Abschuss geht an dich! So, ich scheint ein bisschen ruhiger zu sein. Da, wir nähern uns einem Notsignal. Stellen Sie durch. Ja, Mann. Hier Captain Lindsay. Unser Schiff ist abgestürzt und imperiale Kampfläufer dezimieren die Überlebenden. Wir müssen weg! Achtung! Feindliche Schiffe nähern sich! Haijäger im Anflug! Holen wir sie uns! Hai zerstört! Hier ist Commander Aiden Versio, Inferno-Trupp. Hilfe ist unterwegs, Captain. So, dein Schiff landen. Ich will nicht landen, ich will nur ein bisschen ballern. Inferno! Die AT-ATs nähern sich der Absturzstelle. Geben Sie uns Deckung, wir landen bei Ihrer Position. Danke, Commander. Uns hat's auf dem Weg nach Carbon Ridge erwischt. Wir bringen Sie hin. Geil. Erst evakuieren, wenn die Kampfläufer zerstört sind. Dann brauchen wir einen Orbitalangriff. Wo ist Ihr Magnetfernglas? Beim Rückzug an diese Position wurde es zurückgelassen. Schiff und ich holen. Sie geben uns Unterstützungsfeuer. Du musst was für mich hacken. Feindlicher schwerer Schütze! Heilung? Okay. Dann schauen wir doch mal. Okay, die gehören zu uns. Das wird so eine Art Raketenwerfer sein, oder? Hier ist der Inferno-Trupp an Starhawk. Wir brauchen einen Orbitalangriff. Hier Starhawk. Inferno, Sie haben Orbitalfreigabe. Markieren Sie Ihr Ziel, dann regnet es Feuer. Ich habe Orbitalbeschuss. Hier! So, okay, nochmal. Das ist ein schwerer Schütze. Noch ein Treffer, dann war's das für ihn. Orbitalbeschuss, Treffer. Dann war's das für ihn. Nein. Es funktioniert, Inferno-Trupp. Der zweite AT-AT ist zerstört. Mehr können wir leider nicht tun, Commander. Starhawk zieht weiter. Es reicht, Starhawk. Und danke, Sie haben eine Menge Leben gerettet. Okay. Wir müssen zur Evakuierungszone. Vielen Dank! Da, bring der Captain Lindsay hier weg. Unterwegs zur Abholung, Commander. Wo ist denn der? Sammeln wir uns hier mal
Dann ballern noch ein bisschen. Imperiale Verstärkung! Da kann ich schon rein. Noch welche? Geh, komm. Okay, haben wir den auch? Danke, Commander. Kein Problem. Viel Glück da draußen. Triff, zurück zu den Schiffen. Okay, wo ist ein Schiff? Da hinten. Klar, was ist damit? Das war das Beste, was ich je gesehen habe. Hört sich fast an, als hätten sie Spaß dabei. Rein, X-Wing. Okay, weiter geht's. Hier ist Starhawk Unity. Wir finden keine Lücke in der imperialen Formation. Wir können nicht durchbrechen. Noch nicht. Wir brauchen mehr Unterstützung. Hört mich jemand? Hier ist Starhawk Unity. Wie los da oben? Bei so einer Schlacht kämpft jeder für sich. Wir sollten uns darauf konzentrieren, was hier unten ist. Was passiert, wenn wir Ihrem Vater begegnen? Wir haben seine Spur so lange verfolgt. Wirklich nicht, was passiert, wenn wir ihn jetzt finden. Konzentration. Er ist nicht die Mission. Phantomstaffel, unterwegs zur imperialen Bodenverteidigung. Wedge, Snap, schaltet die Kanonen aus und gebt uns Deckung. Wir arbeiten daran, die Ravager aus diesem Kampf zu holen. Bomber! Guter Schuss, Versio. Es geht los! Eliminiert. Watson, TIE Fighter kommt. Neue Befehle von Admiral Akbar. Wir brauchen sicheren Zugang zu einer imperialen Anlage im Carbon Ridge. Kann ich Unterstützung am Boden bekommen? Okay, das war's. Commander, der abgeschossene Sternenzerstörer schickt Bomberverstärkung zu einer imperialen Forschungsanlage im Carbon Ridge. Die Anlage ist ein Hauptziel der Republik. Hype, wir könnten die Bombe aus dem Hangar heraus abfangen. Gute Idee. Okay. Suchen Sie einen Landeplatz. Ich weiß, es war meine Idee, aber... Schalten wir den Hangar ab. Wir gehen rein und suchen im Wrack nach Ferndetonatoren. Okay, dann müssen wir mal schauen, wo wir hin müssen.
Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Gut. Ich eröffne das Feuer. Verstanden? Unsere Bomber halten die Republik im Moment auf Distanz. Und alles an Ausrüstung zusammen. Wir müssen bereit sein, wenn das Shuttle zur Evakuierung eintrifft. Master! Vera Schütze! Eine scheiß Blendgranate oder sowas. Verpasse ihn den Stromstoß. Okay, da hätten wir ja schon wieder ein bisschen was. Detonatoren. Die werden nicht reichen. Sehen Sie sich weiter um. Mehr Detonatoren. Mehr Explosionen! Zeit, den Hangar endgültig abzuschalten. Na toll! Den Hangar rächen? Schwere Waffen finden! Sofort! Feuer klar! Wir haben einen Schaffnis! Oh, nee, oder? Scheiß Ding machen hier. Na toll! Kein Jäger greift an! Ihre Waffen finden! Sofort! Alter! Wie hält denn der aus? Das haben Sie nicht erwartet. Ich hasse Scharfschützen. Ganz genau. Detonator platziert. Detonatoren sind scharf. Also schön. Dann nichts wie raus hier. Schnell!
Das muss das Rettungsteam sein. Es werden immer mehr. Dann schießen Sie weiter. Achtung, feindliche schwere Schütze. Zu den Schiffen. Gehen Sie voran. Das ist ein schwerer Schütze. Auf den Weg mit Ihnen. Weiter so, wir haben es fast geschafft. Okay, probieren wir mal zum Schiff zu kommen. Schwere Schütze! Oh, was ist denn hier? Jetzt kommen wir jetzt hier rüber, oder was? Okay, das ist unser X-Wing. Alles klar. Rein da in die Huddel. Ich denke schon. Wunderschön. Treth, stoßen Sie zu Corvus. Da, wo können wir noch helfen? Gute Arbeit. Corvus erreichen, okay. Und seine Leute nehmen gerade Carbon Ridge ein. Allein hätte ich das nicht geschafft. Wie läuft es da oben? Schwer zu sagen, aber ich denke, das Imperium verliert. Ich denke, Sie haben recht. Ich spüre es. Es ist fast vorbei. Heute stirbt das Imperium. Besser spät als nie. Schauen wir, was uns hier noch erwartet. Okay. Commander, wir haben ein Problem. Was war das? Ihr Vater. Er hat uns gefunden. Der Admiral schickt der Corvus Bomber hinterher. Die müssen erst an uns vorbei. Schalten wir sie aus. Ja, Commander. Bomber beseitigt. Noch nicht. Eine weitere Staffel ist zu uns unterwegs. Einer weniger. Korb ist getroffen. Einer weniger. Mach's gut. Bomber zerstört! Geht ab hier! Jäger zerstört!
Halte die Bombe fern! Einer weniger! Wer ist der Nächste? Wir haben noch eine Teilstaffel im Anflug, aber da stimmt was nicht. Sie hat direkten Kurs auf Sie. Hallo, Aiden. Hase. Ich wusste, Sie würden die Gelegenheit nutzen. Glauben Sie, Sie und Dell sind heute meine geringste Sorge. Mir geht es um mehr, als Sie begreifen. Staffel, Angriff! Stirb, du Vieh. Wo ist er denn, der kleine Penner? Der ist hartnäckig. Bums. Commander, hören Sie mich? Aiden, ist alles okay? Ich bin okay. Gut. Schauen Sie sich um, es ist fast vorbei. Noch nicht. Bring die Corbett in Sicherheit. Ich werde das hier beenden. Ich hol mir meinen Vater. Aiden, er ist es nicht wert. Ich muss es versuchen. Jetzt los! Na gut. Rückzug! Heftig. Das war knapp. Sieht aus wie bei Battlefield hier. Aiden? Mir geht's gut, ja. Ich finde einen Weg hinein. Sie und Shrift folgen dem nächsten Notsignal. Nein, auf keinen Fall! Wir kommen und holen dich sofort! Nein, das ist ein Befehl! Droide, verbinden.
dann schauen wir doch mal, was haben wir denn hier noch? Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Nehmen wir die hier mal, die A280. Nein, nein! Festhalten! Ich sehe sie. Zeit für einen Elektroschock. Ach nö. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen es an der Stelle aber einen Cut. Ist doch schon wieder eine halbe Stunde. Schauen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Ich denke mir, allzu lange wird die Story nicht mehr gehen. Ich glaube, dass wir schon ziemlich am Schluss sind. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und wahrscheinlich auch die letzten. Ciao, ciao, euer Andi.